Eine Tragödie hat sich ereignet. Voll Hoffnung sahen alle, wie Bellerophon als Geste der Versöhnung Stene Böer zu einem Ritt auf Pegasus einlud. Als das Paar sich in die Lüfte schwang, bäumte sich Pegasus plötzlich auf und die wunderschöne Stene Böer stürzte in den sicheren Tod. Seit Bellerophon Pegasus das goldene Zaumzeug anlegte, war das Pferd lamm fromm gewesen. Könnte Bellerophon Pegasus veranlasst haben, sich aufzubäumen? Oder war es wirklich nur ein bedauerlicher Unglücksfall, wie Bellerophon behauptet? Vielleicht erwächst aus Kummer und Traurigkeit ja doch noch etwas Gutes. Melampus hat endlich das Heilmittel für deine wahnsinnigen Enkelinnen preisgegeben. Du musst ein Heiligtum für Apoll bauen, den Gott der Heilung. Gewiss wird sich Apoll deiner Enkelinnen erbarmen und sie von ihrer Krankheit erlösen. Derweil hatte der säbelrasselnde Bellerophon die Stirn, dir vorzuwerfen, du wolltest ihn töten. Er sagte, nun sei ihm alles klar. Chimera, Echidna, der Hinterhalt deiner eigenen Soldaten. Er behauptet, die Liste nehme gar kein Ende mehr. Er hat gedroht, dir das Leben zur Hölle zu machen, sobald er seinen Platz auf dem Olymp eingenommen hat, wenn du ihm nicht ein neues Haus baust. Seinen Platz auf dem Olymp eingenommen? Vielleicht hat Bellerophons Gehirn bei seinen Ausflügen mit Pegasus in großer Höhe nicht ausreichend Sauerstoff bekommen, denn er hört sich an, als wäre er nicht bei Verstand. Es wäre vergebens und möglicherweise tödlich, einem gefährlichen Verrückten nicht seinen Willen zu lassen. Vielleicht beruhigt er sich, wenn ihm eine neue Halle erbaut wird. Genau, Halle Nummer 4. Und ein Heiligtum für Apoll. Ja gut, wir bauen gerade ein Heiligtum für Hera. Da können wir das Apoll-Heiligtum einfach dazu stellen. Benötige Mitarbeiter. Ich würde immer sagen, what? Ach, ja klar. Ja, natürlich. Dadurch, dass die Agora zerstört worden ist, ist auch der gesamte Inhalt dann zerstört worden. Hört bitte auf, Olivenöl zu verkaufen. Das ist es. Die haben sich wegen Olivenöl entwickelt. Weil ich es gewagt habe, alles Olivenöl zu verkaufen. Verdammt! Ich habe keine Oliven mehr. Irgendwas stimmt hier nicht. So. Ich glaube, es war schon die letzte Episode dieses Abenteuers. Chitna ist ja tot und das glaube ich, das Einzige, was jetzt noch, was noch Bellerophon erreichen möchte, ist den Olymp zu besteigen. Eine Anmaßung sonderesgleichen, wie ich schon mal erwähnen möchte. Kann er nicht einfach auf den Olymp steigen, also bitte. Wie sieht es eigentlich aus mit Schafe? Ein Schaf wieder geholt. Wie viele Skulpturen brauchst du? Du brauchst 6 Skulpturen. Du brauchst 6. Oh, die brauchen beide 6 Skulpturen. Die mit ihren Skulpturen. Soll ich noch Argos und Korinth einnehmen? Ich weiß nicht. Nee. Ist nicht notwendig. Die geben jetzt auch endlich Frieden. Wir haben keine Nahrung mehr.
finde es übrigens schade, dass die Rinder nicht ganz so funktionieren zu scheinen. Weil, man muss ständig neue Rinder nachkaufen, die werden nicht mehr. Die vermehren sich nicht. Auf einem Viehhof werden neue Kälber geboren und ältere Kühe zu köstlichem Fleisch verarbeitet. Dann werden sie nicht. Die gebären keine Kälber. Da steht zwar eins, aber das wird niemals irgendwo hingehen. Liebliches Wesen, ich habe einen sehr wichtigen Quest zu vergeben. Das ist doch schön. Wo ist mein. Da ist mein Bellerophon. Komm her, Bellerophon. Der Stadt mangels an Nahrung. Das finde ich doof. Was machen eigentlich meine Jäger? Wo sind die überhaupt? Der große Bellerophon steht zu Diensten. Kannst du mal gerade? Ach, du hast gerade schon. Okay. Ihr Bellerophon, lauf los. Was wollte ich sonst noch tun? Ah ja, genau, Heilstum ist Apoll. Richtig, richtig, richtig. Der Stadtmangel ist an Nahrung. Wir produzieren für 5264 Personen Nahrung. Und die sagen mir, ist der Stadtmangel an Nahrung. Wie kann das sein? Das ist doch vollkommen unmöglich. Mein Quest wurde abgeschlossen. Bellerophon stürzt vom Olymp herab. Leider ist Bellerophon etwas auf die Nase gefallen, als er mein Heim in den luftigen Höhen erreichte. Woher sollte ich denn wissen, dass Zeus den Helden hier nicht haben wollte? Ups, nun ja. Als Zeichen der Ehre darf hier trotzdem ein Denkmal errichtet werden. Laut Sage hat Hera ihn tatsächlich dazu verleitet, weil sie ganz genau wusste, dass ihr Mann das nicht sehen wollen würde. So, sagt mir jetzt nicht, es liegt daran, dass ich das Holz verkaufe, dass es langsam vorwärts geht. Wo schlagen die inzwischen das Holz? Da schlagen die Holz. Was ist da nur los? Irgendwie mangelt es mir an Nahrung. Ich wüsste gern warum. Von wo kann ich Nahrung kaufen? Tyrins verkauft Fisch. Haben wir irgendwas näher stiegendes Holz? Verkauft Fleisch. Themyscira verkauft Fleisch. Dahin? Dahin. Nicht mehr annehmen. Eigentlich brauchen wir da unten keinen Weizen mehr, weil irgendwie werden das nicht mehr weniger Pferde. Ich glaube, das ist nämlich der Grund, dass ich unten den Weizen einlagere. Da hat die Agora keinen Zugriff drauf. Das hat die bloß in Silos. Das würde alles erklären. Alles. Alles. Absolut alles. Reum zahlt Tribut. Olivenöl, Rinderhälften. Genau, ich bekomme Rinderhälfte als Tribut. Wo verschwinden die alle hin? Das kann ja wohl nicht mein Ernst sein. Baustopp. Ich brauche das Holz da unten. Habe ich noch Arbeitslose? Ich habe noch Arbeitslose. 21 Stück, um genau zu sein. Und 60 kommen noch.
habt ihr für ein Problem? Enthält 50 unbearbeitetes Holz, aber sieht aus, als würde irgendwas machen. Arbeitet, verdammt! Dieses Sägebild enthält kein Holz. Tibbles benötigt Holz. Ja, ja, sollen sie mal. Halt! Hier verkaufe ich immer noch das Holz. Deswegen kriege ich kein Holz zusammen. Ich verkaufe es immer noch. Mein Gott, was für ein Fehler. Dieser Fehler ist unverzeihlich. Halt, wo willst du denn mit dem Holz hin? Wo willst du mit dem Holz hin? Du bringst jetzt nicht das Holz in den Trirem-Hafen. Doch, tut er. Warum? Was habe ich euch getan? Ich brauche dieses Holz. Brauche es hier. Ah, na endlich. Korinth fordert Nahrung. Bitte schön, Tibbles benötigt Holz. Ach, bitte. Hermes. Ah. Korinth schätzt mich mehr. Das ist schön. Oh, hier wachsen ja doch langsam Kälber heran. Na dann, möchte ich mich nicht weiter beschweren. Holz! Es hängt nur am Holz gerade. Nur am Holz. Bitte. Und ich muss gleich wieder eine Pause machen. Oder? Moment. Ja, gleich ist wieder Pausenzeit. Wir sind schon wieder fast eine Viertelstunde ran. Das lohnt sich aber fast überhaupt nicht. Nach dem Bau des Apoll ist Schluss. Dann haben wir das Abenteuer beendet. Ich würde sagen, wir machen einfach mal eine längere Folge. Bis das Heilschuss des Apoll fertiggestellt ist. Dann haben wir alles erledigt. Bellerophon ist tot, also da läuft er noch. Benötige das Mitarbeiter. Das Glücksrad hat sich endlich gedreht. Wer oben war, ist jetzt unten und wer unten war, ist jetzt oben. Endlich bringt Protus einmal gute Neuigkeiten. Melampus Vorschlag, ein Heiligtum für Apoll zu errichten, erwies sich als fruchtbar. Deine Enkelinnen sind wieder Herrinnen ihrer Sinne. Deine schönste Enkelin hat Melampus geheiratet, wie versprochen. Und Protus hat Melampus als Hochzeitsgeschenk ein Drittel seines Reiches überlassen. Auch Bellerophons Glück hat sich gewendet. Der dreiste Kerl glaubte allen Ernstes, er gehöre zu den Göttern auf dem Olymp und wog sich in der Überzeugung, er habe Heras Unterstützung. Wie konnte er ahnen, dass Hera seiner Kapriolen reichlich überdrüssig war und wusste, dass Zeus einen jeden Sterblichen bestrafen würde, der sich der Heimstatt der Götter nähert? So sicher, wie Helios Tag für Tag den Sonnenwagen über den Himmel lenkt, stutzte Zeus Bellerophon umgehend zurecht. Der mächtige Gott schickte eine Viehbremse, die Pegasus in die Kehrseite stach. Pegasus scheute und warf Bellerophon ab. Bellerophon stürzte auf die Erde hinunter, doch den Tod fand er dabei wie gehabt nicht.
Nun zieht Bellerophon verbittert und allein durch Griechenland. Dank der Götter hat er Lykia endgültig den Rücken gekehrt. Ja, verbittert und allein. Nicht nur verbittert und allein, sondern auch noch verkrüppelt und blind, da er in einen Dornenbusch gefallen ist, der ihm die Augen ausgestochen hat. Die Sage ist dann doch ein bisschen gemeiner zu Bellerophon. Es ist geraume Zeit vergangen, seit du schlechte Neuigkeiten oder seltsame Forderungen von Protus erhalten hast. Tatsächlich hat er einen trügerischen Frieden mit Akrisius geschlossen und Melampus herrscht bewundernswert über seinen Teil des Königreichs. Nachdem Ruhe und Frieden in der Welt herrschen, kannst du dich ganz auf Lykia konzentrieren, das zu einer stolzen Stadt herangewachsen ist. Obschon Bellerophon nicht wenig Ärger verursachte, hat er doch geholfen, das Land von Chimera zu befreien, was sicher mit dazu beitrug, dass Lykia die Stadt werden konnte, die wir heute kennen. Und Bellerophon? Letzten Meldungen zufolge zieht er immer noch durch Griechenland. Doch alle, die ihm begegnen, wenden sich von ihm ab. Manche berichten, dass er Pegasus wieder einfangen will. Aber er wird ganz sicher keinen finden, Sterblicher oder Gott, der ihm hilft, des Tieres habhaft zu werden. Lykias Ärger mit Bellerophon gehört endgültig der Vergangenheit an. Ja, und genauso der Vergangenheit gehört auch dieses Abenteuer an. Wir haben damit Protos und Bellerophon abgeschlossen und können beim nächsten Mal endlich das letzte Abenteuer von Herrscher Atlantis angehen. Zwei Welten prallen aufeinander. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Falls ja, sehen wir uns doch garantiert morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.